jetzt auf Ihren Hauptdarsteller der Woche, Feridun Sandi. Erst kam sein Tor in Cottbus. Mit diesem Tor, da hat er überhaupt Lübeck noch im Abstiegskampfrennen gehalten. Ja, und dann seit Mitte der Woche, da weiß man auch anscheinend, wo seine Zukunft liegt, denn er unterschrieb einen Vertrag in Kaiserslautern. Aber jetzt will er natürlich erst einmal die Klasse mit Lübeck halten. Und heute in diesem wichtigen Spiel gegen Aue ist er auch der wichtigste Mann. Alle Last liegt auf seinen Schultern. Marc Hindelang, bitte. Doppeltes Zittern um den Klassenerhalt für Feridun Sandi. Sein Vertrag mit Kaiserslautern, der gilt nur für die erste Bundesliga. Und in Lübeck erwarteten heute alle eine Topleistung zum Abschied des Regisseurs. So wie in der Vorrunde, als er 10 seiner 13 Tore schoss. Und das wäre wiederum doppelt wichtig, denn mit dem gesperrten Jens Scharping fehlte dem VfB heute der beste Stürmer. Und doch hatten die grün-weißen Lübecker 3 Angreifer auf dem Platz. Einer davon, Stefan Zinno, durchgesetzt gegen Emmerich. Und Hanel nach 23 Sekunden die erste Chance für den VfB. Das war das richtige Signal an der vollbesetzten Lohmühle. 15.000 wollten mithelfen, die schwächste Heimbilanz der zweiten Liga aufzupolieren. Die Gäste aus Aue, Klassenerhalt geschafft, sie traten entspannt auf, aber auch engagiert. Matthias Heidrich, Dino Toppmöller mit dem Gerd-Müller-Move. Die erste Gästechance des Spiels war in der 5. Minute zu notieren. Lübeck natürlich die Mannschaft, die mehr investierte. 3 Tage waren sie im Trainingslager, um die Sinne zu schärfen und dem Trubel zu Hause zu entgehen. Kullig, langer Ball durch die Mitte. Silvio Acic und erneut Hanel. Das war ein sehr starker Einsatz von Acic gegen Noweski. Hanel verhindert das 1:0. Halbe Stunde vorbei. Lübeck überlegen, aber auch nervös und hinten offen. Das ist Andrzej Juskowiak. Kullig, halbherzig. Hasse zum Gegner. Und das ist Jörg Emmerich. Freie Bahn und 0:1. Schock für Lübeck. Und sein 3. Saisontor für die drittbeste Rückrundenmannschaft. Der Fehler ausgerechnet von Holger Hasse, der 17 Jahre in Aue gespielt hat. Und der Blick auf Feridun Sandi. Nicht nur für ihn ein Stich ins Herz. Und die Gastgeber zeigten Wirkung. Ballverlust im gegnerischen Strafraum, dann Konter Aue und es ist wieder Jörg Emmerich. Der guckt in der Mitte. Groth wehrt zu kurz ab. Toppmöller, Tor, 0:2. 4. Saisontor von Dino Toppmöller. Wenn wir absteigen, dann deshalb, weil wir zu viele Fehler machen, sagte Dieter Hecking vor dem Spiel. Doppelfehler von Hasse und Groth. Tor Toppmöller und so sehen stolze Eltern aus. 0:2 zur Pause. Zweite Halbzeit. Lübeck begann wieder gut. Marco Laser. Und das ist Zinno. Wirrl in der Mitte. 47. Minute. Der Mann, der für Jens Scharping spielte, mit Kunst, aber auch mit Pech. Eine Szene mit Signalwirkung trotzdem wieder. Lübeck drückte. Timo Achenbach, der zum 1. FC Köln wechseln wird. Doppelpass mit Würl. Und da kommt Heidrich. Elfmeter, sagt Schiri Peter Sippel. Und das war auch keine Frage. Achenbach wollte ihn und Heidrich war so nett. 56. Minute. Ausführen würde, ganz klar. Feridun Sandi gegen Jörg Hanel. Der Anschluss. Saisontor Nummer 14 für Feridun Sandi und wieder Hoffnung für den VfB Lübeck. Und sie drückten weiter die Lübecker, aber sie kamen selten zu Torchancen, denn die Gäste standen lange gut. Mbizo für Groth gekommen, Achenbach und da ist Würl! 2:2, 12 Minuten vor Schluss. Patrick Würl, 3. Saisontor, die Aufgabe als Ersatz für Jens Scharping erfüllt. Letztes Jahr ist er mit Reutlingen abgestiegen. Jetzt hält er Lübeck am Leben. Und es war wieder Feuer drin an der Lohmühle. Toll getimte Flanke vom starken Achenbach. Und dann eine der seltenen Lücken in der Auer Abwehr. Sandi vorbei an der Flanke, aber nach dem Tor als Erster am Ball. Keine Zeit zu verlieren. Spiel auf ein Tor in der Schlussphase. Der VfB zeigte Charakter und Leidenschaft. Er wollte mehr als nur einen Punkt. Stefan Zinno. Stark gemacht. Würl verpasst. Achenbach.
geklärt. Mbizzo und wieder Wirrl. Zweimal auf dem falschen Fuß. Turbulente Szene, zwei Minuten vor dem Ende. Die fünfmal sieglosen Schleswig-Holsteiner, sie hatten jetzt auch Pech. Und der Trainer Dieter Hecking, noch zu Beginn der Rückrunde stand er mit seiner Mannschaft auf Platz 6, erreichte das Pokalhalbfinale und nun droht die Regionalliga. Aber sie fighteten. Letzte Minute an der Lohmühle. Heiko Petersen, 18 Meter, Jörg Hahnl hält den einen Punkt für Aue, den besten Aufsteiger dieser Saison, fest. Und es war Schluss in Lübeck, 2:2. Nur 4 Heimsiege in dieser Saison, der Hauptgrund für die akute Abstiegsgefahr. Aber es gibt nächste Woche in Fürth noch eine letzte Chance für den VfB Lübeck und für Feridun Sandi. Eine weitere Woche voller Hoffen und Bangen um den Klassenerhalt und in seinem Fall doppeltes Zittern. Irgendwie hat keine Mannschaft heute schon so richtig Lust dazu, heute den Klassenerhalt zu sichern. Naja, wir schauen mal auf die Tabelle, was dieser eine Punkt für Lübeck bedeutet. Eigentlich gar nicht.